So, hallo, also wir haben hier ein Fritzphone C4, Seriennummer gibt es hier. Das Telefon hat folgendes Fehlerbild, und zwar also aus, Akku raus, Akku rein, Gerät startet mit einem weißen Bildschirm. Grundsätzlich, wenn sich das Gerät jetzt nach ein paar Sekündchen angemeldet hat, man kann es zwar bedienen, ja, aber es wird nichts angezeigt auf dem Display. Wenn ich hier mal auf, ja, bringt uns jetzt nicht weiter. Ich habe das folgendermaßen identifiziert, und zwar habe ich das Gerät einmal komplett auseinandergenommen, habe dann gesehen, dass es ohne sämtliche Schalen funktioniert. Wenn wir jetzt das machen, was ich für den temporären Fix für den Ganzen halte, ist, dass diese Schraube hier oben um 1,5 Umdrehungen rausdrehen. Dann haben wir, während das Gerät eingeschaltet, also so eingeschaltet wurde, wie wir es vorhin gemacht haben, habe ich keine Verbesserung. Allerdings, wenn ich das Gerät ausmache, indem ich den Akku rausnehme und wieder reinstecke, ich könnte es auch normal runterfahren über den Ausschaltknopf. Dann haben wir eine ganz normale Anzeige. Softwareversion ist aktuell, das zeige ich euch auch kurz. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier diese Schraube wieder anzudrehen. Drei. So. Und es passiert nichts mehr. Das Display ist eingefroren. Normalerweise haben sich dann auch noch kleine Bildstörungen gezeigt, wenn man die Schraube wieder angedreht hat. Wenn ich die Schraube jetzt wieder wegmache, dann müsste es wieder funktionieren, nachdem sich das Display einmal komplett aktualisiert hat. Das Ganze lässt sich auch so wunderbar reproduzieren. Das heißt, meines Empfindens nach wird da irgendwas abgeklemmt. Die Stufe ist variabel, an dem das einsteigt, nicht mehr, also aussteigt, nicht mehr funktioniert. Ja. Es kann sein, dass dann noch ein, zwei Sachen angezeigt werden, aber dann meistens nicht mehr viel. Ja, das Gerät ist raus aus der Garantie, deswegen habe ich mal versucht, da ein bisschen was noch reinzugucken. Ich hoffe, ihr fangt damit was an.